Wir wissen natürlich auch jetzt, Osnabrück wird ein ganz anderes Spiel. Ich denke auch nochmal, das ist, ja, das ist mit Sicherheit ein Aufstiegsfavorit oder die oben mitspielen werden. Das ist nochmal eine andere Hausnummer ist von der Stärke her. Ja, wir müssen natürlich zu Hause auch ein bisschen mehr Druck nach vorne noch entwickeln. Ja, und da müssen wir einfach wichtig, dass wir das Gleichgewicht finden zwischen Angriff und Defensive. Da muss die Mannschaft jetzt das richtige Mittel finden. Wir müssen einfach das gewohnte Selbstvertrauen am Platz zeigen jetzt am Wochenende. Ja, wir spielen zu Hause, wir wollen einfach die Heimstärke, was wir letztes Jahr hatten, dies Jahr uns auch wiederholen, aber es geht von Neuem los und das müssen wir jetzt am Samstag zeigen. Über die Verletzten wurde genug gesagt, denke ich mal. Wir sollen auf die Spieler gucken, die fit sind, ja, die jetzt am Platz auflaufen werden, die im Kader sind. Die sind wichtig jetzt und wir haben es schon oft geschafft, ja, aus so Situationen, durch unsere mannschaftliche Geschlossenheit. Ja, wir sind eine truppende Mannschaft, die vom Teamgeist lebt und auch von ihrem Organisation am Platz. Und so werden wir das auch versuchen zu kompensieren durch den einen oder anderen Spieler. Und ja, da müssen wir, wie gesagt, gegen Osnabrück noch ein Stück unsere Leistung steigern, einfach um zu gewinnen, das ist auch klar. Ja, aber das, glaube ich, können die Jungs schon schaffen. Laux kann das vielleicht, aber der ist noch angeschlagen. Also Marius Laux sieht es momentan so aus, dass er zwar im Lauftraining ist, aber noch kein richtiges Balltraining gemacht hat und wahrscheinlich nicht zur Verfügung steht. Also das kann man jetzt noch nicht ganz sicher ausschließen, aber ja, sieht nicht so gut aus, dass er noch mit in den Kader reinkommen kann. Dann haben wir Markus Heyer, Marcel Söckler, Felix Tausend, die in der Spitze spielen können. Und einer von den dreien wird es dann auch sein. Ja, ich sehe da keinen Grund, jetzt die Mannschaft irgendwie auf anderen Positionen groß umzustellen, um vorne dann die Position anders zu besetzen. Ich denke, wir haben da drei Offensivspieler, drei Stürmer, die ja, es ohne weiteres können auch. Ach, er ist mit Sicherheit ein Baustein in dem Ganzen. Ja? Der hat seine Qualität im Spiel auch gut eingebracht hat. Kevin weiß selbst, dass er noch nicht bei 100% ist, was es angeht, der war letztes Jahr lange verletzt und das dauert einfach noch ein paar Wochen, bis er da bei 100% ist. Aber durch seine Qualitäten, was Zweikampfspiel angeht, was Kopfballspiel angeht, denke ich mal, hat er uns in Stuttgart schon sehr viel geholfen, ja? Was in der Defensive wie auch in der Offensive Bälle dann gewonnen hat, wo wir letztes Jahr noch nicht so stark waren. Ja? Und von dem her war natürlich schon ein Baustein, der uns da wieder ein Stückchen weitergebracht hat. Es ist schwer vom Prozent zu reden. Das, ich denke, mir fehlen jetzt einfach die Spiele, wo ich mir dann wirklich die endgültige Kraft hole. Und vom Prozent zu reden ist immer, was sind 100%, was sind 80%. Ja, ich brauche jetzt die Spiele und dann bin ich dann auch bei 100%.